Hey meine Lieben, willkommen zurück zu diesem Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht zu Hause, ich stehe in einer Küche. Und zwar ist es keine fremde Küche, es ist die Küche von meiner Mama. Das hat nämlich folgenden Grund. Meine kleine Schwester hat heute Geburtstag, die ist heute 16. Und ich zeige euch heute drei gemachte Snack-Ideen. Bereite das alles so ein bisschen vor, meine Schwester ist nämlich noch in der Schule. Und ich habe gesagt, dass eine kleine Überraschung auf sie wartet. Aber sie wird nicht sehen, welche. Sie wissen noch nicht, dass sie hier ist. Dann zeige ich nachher noch einen Geburtstagstisch und ein Geburtstags-Make-up von meiner Schwester. Also quasseln wir gar nicht lange, sondern wir legen jetzt einfach mal los. Also drei Ideen sind davon Pinterest inspiriert, also alle drei besser gesagt. Und ich zeige euch jetzt einmal die Zutaten, die ich brauche. Und zwar sind das einmal oder zweimal diese Mini-Pflaumentomaten, Mozzarella-Bällchen zweimal. Ich will das erste runter. Schokoküsse. Ah, Leute, alles fällt hier runter. Muffinförmchen. Marshmallows, Zuckerstreusel und Stangen. Ihr könnt schon mal sehr gespannt sein, was daraus wird. Deshalb drehe ich euch jetzt einmal um und ich zeige euch bei der Zubereitung. So. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ja, das sieht gut aus. So. Ich muss jetzt mal meine Jacke ausziehen. Weil irgendwie ist es hier sehr warm drin. Und wir starten jetzt einfach mal mit den Schokoküssen. Und daraus werde ich daraus kleine Gespenster machen. Eigentlich für eine Halloween-Party, aber ich fand das eigentlich voll niedlich. Also von daher habe ich gedacht, ist ja egal. Oh Leute, das ist so warm hier. Und das Wetter ist irgendwie extrem beschissen. Ich hoffe, ihr kennt das auch. Ihr könnt eigentlich auch nur Schokoküsse nehmen, also helle Schokoküsse, dunkle Schokoküsse. Und dazu nehme ich jetzt erstmal diese Spieße. Und steche die jetzt erstmal dadurch. So sieht das erstmal aus. Ich werde die gleich erstmal kappen, weil die Dinger sind extrem lang. Und mache so circa, weiß nicht, von jedem 6-7 Stück. Weil ich das eigentlich ganz cool finde. Jetzt brauche ich mir eben eine Schere. Ich war schon so oft in der Küche, Leute. Trotzdem finde ich hier irgendwie nichts. Relativ merkwürdig. Aber egal. Lassen wir sie einfach so lang. Egal. So. Und wie schon gesagt, die ganzen Ideen sind Pinterest inspiriert. Ich habe einfach mal nach Geburtstag geguckt. Und da ich das sind auch ein paar jüngere bei sein werden, ein paar jüngere Kinder, habe ich gesagt, sollte schon was sein, was irgendwie ansprechend ist. Also von daher. So, jetzt habe ich einen Negerkuss durchgestochen. Negerkuss, haha, Schokokuss. Oh, egal, essen wir auch. Mein Mann ist heute auch dabei. Der hilft mir bei den Vorbereitungen. Kommt immer ganz drauf an. Also, Schokokuss irgendwie, aber. Naja. Aber wie schon gesagt, ich bin einfach mal gespannt, wie der Geburtstag nachher laufen wird und was Josie für eine Überraschung machen wird. Ich habe mir gerade schon den Geburtstagstisch angeguckt. Den werde ich euch nachher zeigen. Oder besser, meine Schwester wird ihn euch höchstpersönlich zeigen. Sie hat sogar alles gekriegt, was sie sich gewünscht hat. Ein Geschenk war davon wahrscheinlich das Beste. Aber das seht ihr dann nachher. Und wenn ihr wollt, dass ich öfters sowas mache, wo ich dich mit durch meinen Alltag nehme, dann gebt dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid. Dann mache ich sowas gerne öfters für euch. Der Stab ist schief. Das sieht aus hier, Leute. Ah, schon wieder durchgestochen. Also irgendwie muss man echt aufpassen bei diesen Schokoküssen. Wenn man die nicht abmorkst. Das ist eigentlich relativ easy. Es geht schnell. Ist sehr, sehr einfach. Ah,
Da ist mir ein Stab runtergefallen. Supi. Das machen wir noch 3-4 braune. 3-4 schwarze. Schreibt mal in die Kommentare, welche Schokokuss ihr am liebsten esst. Ich esse eigentlich am liebsten die schwarzen. Alle haben einfach, die schmecken besser. Aber gut, das ist halt Geschmackssache. So, Rest von Schokoküsse kann ich so essen. Jetzt kaufe ich mal eben ein Gefäß. Nehmen wir jetzt einfach mal einen goldenen Becher. Hey! Oder besser gesagt, ein goldenes Glas. Und dann stellen wir die ganzen Schokoküsse jetzt erstmal hier rein. So, das passt eigentlich ganz gut. Meine Mama wollte eigentlich erst eine Torte holen. Finde ich auch okay. Aber ich sag mal, ein, zwei gesunde Snacks. Oder halt, ja. Da muss ein bisschen Weiß mit rein, aber ist das sehr braun und schwarz hier. Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. So langsam wird das Glas voll, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche reinkriege hier. Ja, so. Das war's. Habe ich ein paar Stück zu viel gemacht. Aber die können wir nachher noch auffüllen. So sieht das erstmal aus. Und die bekommen jetzt noch Gesichter. Dafür muss ich jetzt einmal an den Schrank hier und muss ich mal gucken, ob ich irgendwas zu platzieren finde. Das habe ich nämlich in aller Eile vergessen, was natürlich ganz super ist. Gucken wir nachher noch. Machen werde ich als nächstes noch mit der nächsten Rezeptidee. Und dann brauchen wir dafür Muffinförmchen, Marshmallows, Zuckerstreusel und auch Stäbchen. Wir beginnen jetzt damit, erstmal die Marshmallows aufzumachen. Ist klar. Ich liebe Marshmallows. Ihr könnt mal schreiben, ob es euch auch so geht. Dann nehme ich mir jetzt erstmal einen Eierbecher. Aber fülle den ein bisschen mit Wasser. Das hat nämlich gleich den Grund, was ihr gleich sehen werdet. Dann ich noch einen Eierbecher. Und mache hier Streusel auf. Ohne gleich großartig rumzukleben. Und fülle die Streusel in so einen Eierbecher. Geschafft, ohne rumzukleben. Wuhu! Und piekst die Marshmallows jetzt erstmal da durch. Nicht ganz durch, ihr könnt ja oben fühlen. So sieht es erstmal, taucht die erstmal ins Wasser. Nur oben so ein bisschen die Spitze. Und gehe damit dann in die Streusel rein. Und mach das so 3-4 Mal. Ja, das hat natürlich nicht so geklappt wie erwartet. So sieht das jetzt aus. Und dann werde ich mal kurz hier ins Glas stellen. Dann nehme ich mal ein Waffelförmchen. Nehme mir jetzt eins davon und steche die da. Oh, ja. So durch. Und befestige die mit ein bisschen Wasser. Das soll aussehen wie so eine Ballerina. Ich bräuchte eigentlich normale Muffinförmchen in gleich verschiedenen Farben. Aber irgendwie gab es das nicht. Also müssen es die tun. Ja, und jetzt wird das Muffinförmchen nicht kleben. Das ist doch immer wieder berühmt. Das habe ich so kurzweise in die Minute fest oder so. Und mir sah das auf Pinterest alles relativ einfach aus. Willst du jetzt? Ja! So sieht unsere erste Ballerina aus. Eigentlich ganz süß. Und jetzt machen wir Nummer 2. Bin ich gerade nass geworden.
So, tauchen wir auch wieder gut ins Wasser, ungefähr bis zur Mitte. Und klopfen da so lange drauf rum, bis da genug Streusel dran sind. Und dann gibt es wieder ein Muffinförmchen. Das geht eigentlich die ganze Zeit. So weiter. Oh. Ich sag, auf Pinterest sah das alles so einfach aus. Aber was macht man nicht alles für seine Geschwister, nicht? Ich werde euch gleich dann das Endergebnis zeigen. Damit ihr das nicht so lange beobachten müsst, besser, ich zeige euch gleich noch Idee Nummer 3. So, jetzt bin ich mit der Idee fertig und ich habe überall Streusel unterm Fuß. So sehen die jetzt übrigens aus. Ich habe übrigens einen coolen Trick gefunden, wie das Papier da haften bleibt. Ich feuchte den Marshmallow vorher mit Wasser an. Davon habe ich jetzt auch erstmal ein paar Stück gemacht. Und die werden jetzt auch erstmal zur Seite gestellt. Weil jetzt kommen wir noch zu noch zwei Snack-Ideen. Und danach habt ihr es auch schon geschafft, zumindest mit den Snack-Ideen. Ihr könnt die Snack-Ideen übrigens gerne nachmachen. Ach, ich muss vielleicht erstmal fegen, bevor meine Mutter nach Hause kommt, sonst köpft nämlich. Und da hat meine Mama auch schon so nette Platten hingelegt. Und jetzt beginnen wir erstmal mit einer ganz, ganz widerlichen Sache. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Und zwar sind das Tomaten ausgehöhlt. Ja, ganz supi. Aber naja, so ist das halt. So. So. Jetzt fülle ich die so ein bisschen aus. So. Mach ich die Mozzarella-Bällchen auf. Die ist voll. Oh, das Wasser. Ja. Was alles so schief geht. Und mach die jetzt auch mal fertig. Oh, die sind ein bisschen groß. Die müssen jetzt einmal halbieren. Die sind echt groß. Aber egal. Es passt. Und die stechen wir jetzt auch einmal mit. Obwohl, die stechen wir nicht durch. Die legen wir einfach schön auf den Teller hin. Jetzt mache ich mal ein Brett hier. Und lege die erstmal hier rauf. Und dann machen wir weiter. Wir stechen jetzt erstmal das vordere Ende ab. Dann sehen die erstmal so aus. Gehe damit besser ein bisschen rein, um das Innere rauszuschneiden. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr die nicht ganz durchbohrt. Und dann setzt ihr das Mozzarella-Stück rein. Und fertig. Ist zu klein, kann man so essen. Und das könnte jetzt auch wieder ein bisschen dauern. Und jetzt machen wir mal im Schnelldurchlauf weiter. So, nachdem ich die auch geschafft habe, das musste ich euch einmal kurz Pause machen und wieder weitermachen, sieht das jetzt so aus. So, so. Und da sind auch schon die ersten Marienkäfer. Ich zeige euch jetzt, wie ich die gemacht habe. Also stelle ich euch jetzt wieder an euren Platz, damit ihr mich sehen könnt. Ja, jetzt muss die
Kamera stehen. Ja. So, als allererstes, meine Mama ist nämlich auch gerade gekommen. Braucht ihr dafür Tomaten und Mozzarella für? Und zwar nimmt ihr erstmal so eine Tomate. Aber seid ihr da dran oder sieht das nur so aus? Ah, so. Entschuldigt, Leute. Wie wird das jetzt so? Als alles in so eine Tomate. Und halbiert die erstmal in der Mitte. So habt ihr dann erstmal zwei Hälften. Und die hüllt ihr jetzt aus, wie gewohnt, wie bei den anderen Tomaten auch. Nehmt dann ein Stück Mozzarella. Halbiert den auch, falls er nicht reinpassen sollte, aber bei mir passt er eigentlich ganz gut. Und schon habt ihr schon mal die Form des Marienkäfers. Dann nehmt ihr die andere Hälfte der Tomate, halbiert die nochmal und legt das so gesehen als Flügel da drauf. Das sieht dann so aus. Und verziert das oben noch mit Mozzarella. Lege ich die Marienkäfer nämlich schon mal hier hin an Ort und Stelle. Und verziert das dann auch mit Mozzarella-Krümeln. Nehmt ihr ein bisschen Mozzarella und strubbelt das so über die ganzen Marienkäfer rüber. Ich mache eigentlich immer drei Krümel auf jeder Seite. Gut, bei Pinterest sieht es dementsprechend anders aus, aber irgendwie kriege ich es nicht besser hin. Und ich versuche schon mein Bestes, aber irgendwie sind die Tomaten dafür nicht richtig gut durchdacht. Und dann machen wir jetzt mal weiter und halbieren erstmal die Tomaten und hüllen die aus. Ja, natürlich. Und das machen wir weiter und weiter und weiter und weiter. So. Damit, ja, ich habe es gehört. Damit sind die letzten Marienkäfer fertig. Ich habe noch Schokostreusel für die Augen genommen. Und damit haben wir jetzt Marienkäfer, Tomaten, Mozzarella, schieß mich tot, Prima Ballerina und Negerküsse. Bessert. Ja, Schokoküsse. Hier kommt das Geburtstagskind. Willst du reinkommen? Willst du Hallo sagen? Hallo, Frau. Mein da. Hallo. So, unser Geburtstagskind ist jetzt gerade eingetroffen. Wie war die Schule? Ja, sonst, wie gesagt. Und jetzt zeigt sie uns gleich ihre Geschenke. Und jetzt öffnet Josie erstmal ihre Geschenke, die zwei Stück, die sie vorher noch gekriegt hat. Mal gucken, was da drin ist. Vom Sender. Nee, das ist von Frau Kieper. Das? Ja, das ist unseres, genau. Das ist von mir und Frank. Oder was ist noch von Frank und mir? Du musst doch nicht alles kaputt machen, ne? Oh, sehe ich, da liegen Kerzen. Oh, 10 Euro. Oh, guck mal eine an. 10 Euro. Ja. Kannst du ja anrufen, kannst dich bedanken. Aber was steht drin? Hallo Jolene, zu deinem 16. Geburtstag herzlichen Glückwunsch. Oh, cool. Willst du auch noch unseres aufmachen? Ja. Ist aber nicht eingepackt. Ja, kommen wir gleich zu. Oh, Lolli, Lolli, Lolli. Lolli, Lolli. Und was ist da noch drin? Haargummi. 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 Was ist da noch drin? Vorsicht, Jolene. Vorsicht. Oh. Ah. Ja, da ist nichts mehr drin, ne? Egal. Guck mal, wie gierig die ist. Dankeschön, Senna. Ja, bitteschön, mein Schatz. So, und steht Josie ihre Geschenke vor. Das erste Geschenk, was war denn das beste Geschenk? Das Hoverboard. Oh, das ist ja toll. Kannst du auch drauf stehen? Ja. Zeig uns das mal. Mit anmachen? Nein, einfach nur draufstellen. Wow, für Jolene, Vorsicht. Hey. Naja, so ganz sicher ist sie aber auch. Ich glaube, sie muss sich die Anleitung nochmal durchlesen. Und was kommt als nächstes? Dann kommt ein Torbeutel. Da kann man sowas machen. Der ist ja schön. Mhm. Und hier unten ist Leder dran.
Oh, toll. Was hast du noch gekriegt? Ein Horn Schokolade mit Spruch, ein Einhorn bringt das Leben zum Glitzern. Mhm. Dann hier nochmal ein Horn Schokolade. Ui. Da war die Einhornkette drin. Vorsicht, das ist schon davon schon zwei. Dann ist die Tier einmal 16. Geburtstag. Ja, das ist so eine Tafel, da kann man sich selbst die Sprüche ranstellen. Und es leuchtet sogar. Ja. Coole Sache. Dann habe ich eine Zauberkugel mit Einhorn. Eine Zauberkugel, kann die zaubern? Hm. Oh. Kann leuchten. Dann habe ich Bonschen. Oh, na was Süßes. Und was hast du noch gekriegt? Einhorn Duftöl. Wie riecht denn ein Einhorn Duftöl? Weiß ich nicht, muss noch dran riechen. Jetzt. Aha, was heißt... Vorsicht. Vorsicht, Schatz, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ein Smuckerbaum. Ja, den haben wir gekauft, ne? Nein, du hast den Topf. Ich habe erst gedacht, du wolltest ihn haben. Dann haben wir dich ausgetrickst. Susi hat bei Video gesehen. Ja. Dann... Oh, weiß nicht, jetzt kommt eine Lampe von Ikea, die hat Josie sich ausgesucht, ne? Die fandst du toll, ne? Mhm. Oh, dieser war schön. Was hast du noch gekriegt? Vorsicht. Ein Portemonnaie mit Einhorn. Aber ein komisches Einhorn. Lass mal ein Einhorn Ruhe. Kopfhörer hat sie auch noch gekriegt. Mit Einhorn. Oh. Wann hört dieser Einhorn-Trend auf, Leute? Ganz ehrlich. Dann eine Einhornkette mit einem Einhornanhänger. Das ist eben abgegangen. Mhm. Und dann habe ich von Senna noch Haargummis. Fiese Bubbele-Haargummis? Nein, nicht fiese Bubbele, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ein Riesen-Lolli. Der ist weich. Ida. Und dann noch ein Rucksack. Möchtest du den Rucksack auch noch zeigen? Mhm. Den Rucksack noch. Ganz schön. Gefällt er dir? Mhm. War es das an deinen Geschenken? Und dann noch von Mamas Arbeit, wo sie arbeiten geht, habe ich noch eine Karte mit 10 Euro bekommen und den Schokohasen. Mhm. Und jetzt zeigen wir euch gleich noch ein Geburtstags-Make-up inklusive Haare. Haare. Und jetzt für Josie eine Runde mit dem Hoverboard. Hey, jetzt. Guck mal, die kann da wirklich drauf fahren. Super, klasse. Hier nochmal zurück. So. Und hier so drauf steht. Immer an der Seite aus. Vorsicht. Ja. Vorsicht. Cool. Und jetzt zeigen wir euch noch das Geburtstagshaare und Make-up. Bevor Josie hier die ganze Wohnung auseinander nimmt. Und jetzt machen wir die Haare. Dazu nehme ich so einen Lockenstab. Habe so die Haare hier oben so ein bisschen zurechtgebunden. Und suche jetzt gerade wieder die Bürste, die spurlos verschwunden ist. Ich muss jetzt erstmal den Lockenstab anmachen. Das Schöne ist, da kann man die Temperatur einstellen auf Plus oder Minus. Jetzt machen wir Josie ein Geburtstags-Make-up. Das ist erstmal Geburtstagshaare, ne? Mhm. Du kannst mir erzählen, was das beste Geschenk war. Das Hoverboard. Warum das Hoverboard? Kann fahren. Hast du damit gerechnet? Nein. Das ist Hoverboard, Chris. Und was war das zweitschönste Geschenk? Die Lampe. Obwohl, das wusste ich ja sonst. Was hast du denn heute als erstes aufgemacht von deinem Geschenketisch? Ich weiß nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Nein. War der Rest heute Morgen? Er war so lange her. Ah. Josie hat heute sogar früher Schluss gekriegt von der Schule, ne? Mhm. So, damit ist die erste Locke fertig. So sieht die aus. Komm mal, Frank. Und jetzt machen wir die zweite. Ich lasse die Locken je nach Dicke der Locke zwischen 10 und 15 Sekunden drin, weil dann Lockenstab eigentlich vollkommen reicht. Jetzt machen wir so schicke Korkenzieherlocken, ne? Mhm. Josie hat sich nämlich ein paar Locken gewünscht und ein leichtes Geburtstags-Make-up. Wie alt bist du denn heute geworden? 16. Ist das ein schönes Alter? Ja. Was darf man denn alles mit 16? Hey, Energy. Energy. Super.
Fantasy trinken. Zieh die Locke dann immer schon mal so ein bisschen auf. Oh, wie kurz die Haare auf einmal sind. Jetzt hat man schon die Kamera, was schon mal gut ist. Wer kommt denn nachher alles? Kinga, Julia, Emma und meine Betreuerin. Oh, viel. Kriegt Josie denn nachher nochmal Geschenke? Vielleicht. Kommt gerade. Wie? Leder. Hast du gewusst, dass ich Hoverboard kriege? Ja. Warum hast du sie nicht gesagt? Sonst wäre das ja keine Überraschung mehr gewesen, oder? Hey. Gefallen dir denn die Farben vom Hoverboard? Deutschland. Deutschland. Jetzt kriegst du sogenannte Korkenzieherlocken. Korkenzieher? Wie heißen so, mein Schatz? Korkenzieher. Mhm. Korken. Du kriegst keinen Korken in den Locken, also in den Haaren. Das klingt nur so. Du Leckerbissen fertig gemacht? Ja. Sieht lecker aus. Sind einmal Marienkäfer. Dann sind das noch Tomatenmozzarella-Bällchen. Da war's drüber. Ja, in der Küche steht frisch gepresster Orangensaft. Wie du die Tassen? Guck mal, Leute, kaum wird man 16, ist man frech geworden. Wie? Ich kann ein bisschen dauern, bis ich mit den Haaren fertig bin. Das wäre sonst etwas zu lang. Hutsche sie mal im frisch gepresster Orangensaft. So, die Haare sind fertig. Ich spule jetzt mal ein bisschen zurück. Irgendwie hat das Ding vorgespult. Ich muss mich mal ein bisschen höher halten, anscheinend. Na, ist sehr dunkel hier. So, hier hinten ist das zu so einem Dutt gemacht. Hier sind dann so leichte Locken. Jetzt kannst du dich einmal von vorne zeigen, Julien. Und vorne habe ich hier so zwei, drei Löckchen draus gelassen. Kopf gerade. Und jetzt machen wir weiter mit dem Make-up. So, wir stellen die Kamera jetzt mal hier hin. Das sieht doch gut aus. Und jetzt starten wir mit dem Make-up. Hast du den Gesicht eingecremt? Creme steht hinter dir. Den Geburtstagstisch. Und für Josies Make-up benutzen wir heute ganz wenige Produkte. Dafür aber schon krassere Produkte. Was denn? Was ist das? Das ist ein... Dazu benutze ich heute meinen nassen Beauty Blender und eine Fit Me Foundation in der hellsten Farbe, weil Josie auch relativ hell ist. So. Und jetzt beginnen wir einfach mal. Arbeiten das dann mit dem Nass Beauty Blender. Nein, ich mache so insgesamt 5 Punkte auf dem Gesicht. 5. Es reicht meistens völlig, um das Gesicht zu mattieren, Hautunreinheiten abzudecken, was Josie nicht hat, aber so ein paar Rötungen und ein paar Sommersprossen. Du hast gar keine Sommersprossen. Nee, du bist der Einzige aus der Familie, mein Schatz. Kathi auch nicht. Nee. Kathi kommt Samstag. Oh, ach ja, genau. Haben wir gerade gesehen. Samstag essen wir auch noch mal Kaffee und Kuchen, ne? Ja. Mhm. So. Vielleicht krieg ich gleich noch mehr Geschenke. Bist ganz schön gierig. Hast du schon? Lass fallen. Hast du schon genug? Ja, mein Hoverboard. Alles andere kommt wieder zurückschicken? Nein. Was ist das? Hallo. Dann hole ich mir schnell noch einen Pinsel. Hast du keinen hier? Nein. Au, 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 scheiß Kabel. Stolper nicht. Huh.
Oh, Jenna. So, als nächstes benutze ich dann mein Astro-Puder, auch in der hellsten Farbe. Und das Gesicht ein bisschen bepudern. Hat Josie hübsch gemacht? Ja. Was erinnert mich an der Konfirmation, ne? Da sind wir auch früh aufgestanden. Nee, 5 Uhr. Ach, nein. Du bist um 6 aufgestanden. Ja, bei ihr um 5. Mhm. Das war doch lustig. Dann benutzen wir als nächstes mein Rouge von MAC. Das ist die Farbe Rosy Outlook. Lächeln mal. Und tragen das dann auf die Wangenknochen auf, bis auf die Bäckchen. Und arbeiten das so ein bisschen nach außen, um dem Gesicht ein bisschen mehr Frische und Farbe zu verleihen. So. Und weil heute dein Geburtstag ist, habe ich dir meine Lieblingspalette mitgemacht. Und zwar ist das von Revolution. Sieht übrigens so aus, die kennt ihr schon. Und Josie darf sich davon 3 Töne aussuchen. Welche möchtest du haben? 1. Okay. 2. Mhm. Und 3. Okay. Josie hat sich einmal die und die ausgesucht. Und beginnt jetzt mit dem hellrosa. Einmal Augen zu. Und markiert damit erstmal das komplette Auge. Dann gehen wir in dieses schöne Gold, was Josie sich ausgesucht hat. Da. Und tragen das im Innenwinkel des Auges auf. Gott sei Dank durfte ich heute früher gehen. Ja, es war Glück, ne? Sonst hätte Josie bis 15 Uhr Schule gehabt. Nee, 15:05. Oh, siehst du, auf die 5 Minuten. Ist das Augen-Make-up ein bisschen extremer oder ein bisschen dezenter? Dezenter. Dezenter, okay. Aber so, dass man es sieht, ne? Mhm. Normalerweise hätte ich jetzt Mädchengruppe. Was ist denn Mädchengruppe? Da schminken wir uns auch immer. Ja? Mhm. Oder machen Lippenbalsam. Was jetzt? Ich dachte schon, mit Höpfel sind deine Augen. Da ist gerade meine Kamera runtergefallen. Aber sie funktioniert noch. Yay! Das fand ich gut. So. Und letztendlich gehen wir noch in dieses rosa-braun. Rosa, lila? Nein, rosa, braun. Und tragen das im Außenwinkel auf. Was bedeutet das Außenwinkel? Du kennst dich gut aus. Senna, deine Tasse ist schön. Welche Tasche? Die du mir gegeben hast. Du meinst den Rucksack. Mhm. Ja, gefällt er dir? Mhm. Wir haben heute mit Herrn Schulze Quetschbälle mit Mehl gemacht. Schöne Augen zulassen. Ich steche jetzt einmal das Augen-Make-up vom Nahen. Ah, das Licht ist sehr beschissen. Hier im Außenwinkel ist Gold. Und da ist so eine Art Braun. Ich mache mir im Licht an. Vielleicht könnt ihr es dann besser sehen. Ui. Oh. Ja, jetzt dürft ihr es besser sehen. Und jetzt benutzen wir noch Mascara. Mascara. Das ist Josies Lieblingsprodukt, ne? Benutze ich meine Lieblingsmascara. Das ist die von Essence. Das ist die Isle of Extreme Mascara. Und die macht einen schönen Wimpernschwung.
Hallo. Hm? Hast keine Angst vor mir zu haben, ich stech dir schon nicht ins Auge. Glaubst du, es ist dir? Oh, jetzt hast du das schwarz. Oh, Senna. Müssen wir gleich abmachen. Was zum Schmidt an die andere Seite. Augen hoch, Augen hoch. So. Ich glaube, es wird sogar um 13.03 Uhr schon gehen. Anstatt um? So, jetzt hole ich bei 13.20 Uhr hätte ich ja Schluss gehabt. Und jetzt zeigen wir euch einmal das komplette Make-up. Nicht wundern, dass es jetzt schwarz unterm Auge ist. So sieht das komplette Make-up aus. Ihr seht, hier ist das schwarz. Ja. Aber was machen wir jetzt gleich mal sauber. Und dann kommen ja auch schon deine Gäste. Genau.